Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute. Ein pikanter Vorfall. Kronprinz Frederik von Dänemark wurde in Madrid anscheinend bei einem royalen Auswärtsspiel ertappt. Eine weibliche Casanova an seiner Seite im Retiro Park. Drei ausgeschlafenen Fotografen der Agentur GTS ist es gelungen, ein größeres Erdbeben auszulösen. Sie sind in Madrid auf den Spuren von Kronprinz Frederik von Dänemark gewesen und wurden fündig. Ohne mit der Wimper zu zucken, haben sie ihren fotografischen Abschuss exklusiv auf den Titel der illustrierten Lecturas gebracht. Eine exklusive Meisterarbeit. Das Trio hatte beobachtet, wie der Thronfolger bei einem Besuch die spanische Hauptstadt unsicher machte. An seiner Seite sahen sie nicht etwa seine Frau Mary, sondern eine attraktive Blondine namens Genoveva Casanova, eine spanische Society Lady, geboren in Mexiko. Ihr Nachname scheint natürlich verpflichtend zu sein. Sie ist die Ex-Frau von Cayetano Martinez de Irujo, Sohn der Herzogin von Alba, mit dem sie aus dreijähriger Ehe die Zwillinge Luis und Amina hat. Frederik und Genoveva besuchten erst eine Picasso-Ausstellung, spazierten händchenhaltend durch den Retiro-Park und ließen den Tag bei einem Dinner im Lokal Corral de la Moreria ausklingen. Das Pikante daran, die Nachricht über das royale Auswärtsspiel platzte mitten in den Staatsbesuch von König Felipe und Königin Letizia von Spanien in Dänemark, bei dem das Kronprinzenpaar Frederik und Mary zusammen mit Königin Margarete lächelnd als Gastgeber fungierte. Der dänische Königshof reagierte prompt und berief sich darauf, keine Details im Zusammenhang mit der Privatsphäre der Familie zu kommentieren und zu bestätigen. Frederik und Mary hatten sich 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney kennengelernt, im Mai 2004 in Kopenhagen geheiratet und sind Eltern von Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine. Genoveva Casanova soll von den Paparazzi-Fotos Kenntnis gehabt haben, ist aber empört und will Anwälte einschalten. Sie sagt, dass sie und Frederik nur befreundet seien und Bilder nichts sagen. Außerdem behauptet sie, für einen gemeinsamen Freund eingesprungen zu sein, der sich um Frederik kümmern sollte, aber überraschend erkrankte. Es rauscht jedenfalls gewaltig im internationalen Blätterwald. Derwischt, sagt man bei uns.